22. September 1943. Liebe Eltern und Geschwister, habt ihr meinen ersten Brief nicht bekommen, weil ich von euch noch keine Post habe? Ich bin nun doch schon wieder eine Woche hier im Lazarett. Gewöhnlich dauert die Post bloß 2, höchstens 3 Tage hierher. Hier ist es soweit ganz schön, aber wir haben davon nicht viel. Auf einen Berg können wir gar nicht steigen. Dazu ist der Ausgang zu kurz. Wir können bloß raus von nachmittags 2 Uhr bis zum Abendessen um 5:30. In dieser kurzen Zeit ist nicht viel anzufangen. Gestern hat es hier zum ersten Mal geschneit. Der Schnee ist aber nicht liegen geblieben. Es haben hier verschiedene Minister Villen. Ihr könnt euch also denken, wie die Gegend so ist. Das Essen ist nicht gerade besonders. Eine Kleinigkeit könnt ihr ab und zu schicken. Ist der Sepp noch zu Hause? Wenn er einrücken muss, könnt ihr wieder eine Eingabe machen. Diesmal aber etwas früher, damit sie noch rechtzeitig zum Ersatzhaufen kommt. Mit meinem Arm geht's ganz gut. Morgen muss ich zur Röntgenaufnahme nach Gmunden. Da sieht man dann genau, was los ist. Hoffentlich ist der Krieg bald aus. Herzliche Grüße, Hartl. Grundlsee, den 26. September 1943. Liebe Eltern und Geschwister, meinen Brief habe ich gestern erhalten. Es geht hier sehr schnell mit der Post. Ich habe an die Kompanie geschrieben, wie es jetzt bei Ihnen aussieht. Ich bin gespannt, was da kommt, ob überhaupt noch etwas kommt. Mit unserem Lazarettzug hatten wir auch Glück. Abends wurden wir in Krasnograd verladen und auf dem Bahnhof stehen lassen. Ausgerechnet an dem Tage hat der Russe einen Großangriff gestartet. Er hat uns ganz schön durchgebeutelt. Zum Glück sind die uns am nächsten einschlagenden Bomben nicht losgegangen. Es geht mir ganz gut. Die Hand hat sich schon gebessert. Wo ist denn eigentlich der Karl? Hoffentlich kriege ich dann auch noch Urlaub. Vielleicht hört der Krieg bald auf. Oder es geht erst richtig los. Herzliche Grüße, Hartl. Grundlsee, 30. September 1943. Liebe Eltern und Geschwister, das Päckchen habe ich schon vorgestern bekommen. Bis jetzt habe ich noch keine Luft gehabt zu schreiben. Der Kuchen hat sehr gut geschmeckt. Er ist bloß zu früh ausgegangen. Hier ist fast dauernd schlechtes Wetter. Die Wolken hängen um die Berggipfel. Ganz selten, dass man mal die Spitze sieht. Mit meiner Hand geht's schon ganz gut. Ich habe bloß noch wenig Kraft darin. Wenn es einigermaßen geht, wird man ja sogleich entlassen, damit wieder andere Platz haben. Wo ist denn Karl und wie geht's ihm? Herzliche Grüße, Hartl. Auf Wiedersehen. Grundlsee, 8.10.43. Liebe Eltern und Geschwister, heute habe ich den Brief vom 3. erhalten. In der Nacht vom Samstag zum Sonntag haben wir hier in Grundlsee Flakfeuer gehört. Ob das allerdings von München zu hören gewesen ist, weiß ich nicht. Am Sonntag waren wir am Dachstein mit einem Omnibus. Es war ganz schön. Von Karl habe ich noch immer keine Post. Mit dem Besuchen ist es auch so eine Sache. Es ist hier sehr schlechte Zugverbindung und dann haben wir sehr wenig Ausgang von nachmittags 2 bis 5:30 Uhr abends. Es rentiert sich also kaum mehr, in höchstens 8 Tagen denke ich sowieso, dass ich schon daheim bin. Wenn Sie aber trotzdem herkommen wollen, müssen Sie nach Attnang, liegt zwischen Salzburg und Linz, fahren. Es ist aber sehr schlecht von da mit den Zügen. Es gibt bloß eine in der Früh. Ich weiß auch nicht ganz genau, so um 5 Uhr geht er ab und einer abends. Vom Kamerad Schmidtbauer weiß ich auch nichts mehr. Ich bin neugierig auf den Bunker, den ihr gebaut habt. In dieser Beziehung bin ich ja auch so ziemlich Fachmann. Herzliche Grüße von Hartl. Grundlsee, 11.10.43. Liebe Eltern und Geschwister, es ist nun soweit, dass ich entlassen werde. Ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag, entweder Mittwoch oder Donnerstag. Am besten wäre es, wenn ihr jetzt schon was machen würdet, sonst geht's wieder wie's letzte Mal. Da kam das Gesuch erst zum Ersatzhaufen, als ich schon weg war.
Diesmal kriege ich sowieso schon weniger Urlaub, weil der Erholungsurlaub wegfällt, da der letzte erst im Mai war. Herzliche Grüße, Hartl. Spandau, 1.11.43. Liebe Eltern und Geschwister, ich bin gestern ganz gut bis hierher gekommen. Es hätte aber leicht sehr dumm gehen können, der Zug hatte nämlich starke Verspätung und ich kam erst um 2 Uhr in die Kaserne. Zum Glück war ein anständiger Wachhabender da. Ich hab's ihm halt so erzählt, er meinte, wenn mich der UVD nicht meldet, macht er es auch nicht. Ich bin also noch ganz gut durchgerutscht. 3 Tage Bau war das wenigste. Mit Urlaub ist es auch so, dass es vielleicht doch klappt. Im Allgemeinen sind die hier sehr großzügig. Von unserer Kompanie habe ich schon sehr viele getroffen. Viele sind schon wieder draußen. Hoffentlich klappt es nochmal. Nun herzlichst Grüße, Hartl. Auf Wiedersehen. Spandau, 7.11.43. Liebe Eltern und Geschwister, es sind nun schon wieder 8 Tage, dass ich hier in der Kaserne bin. Wenn's so weitergeht wie bisher, bin ich schon zufrieden. Ein einziges Mal habe ich Dienst gemacht, außer der Wache, aber die ist ganz schön. Von unserer Kompanie sind ziemlich viele da, fast alle Tage kommt wieder ein anderer. Es befinden sich auch 2 von unseren ehemaligen Kompaniechefs hier. Einer davon soll ja den Haufen wieder führen. Der will natürlich wieder die alten Leute haben. Darum hat's auch schon geheißen, er nimmt uns mit, wenn es rausgeht. Darum habe ich nun auch auf Urlaub keine Hoffnung mehr, sonst hätte ich doch schon längst fahren können, denke ich. Eines Teils wäre es gar nicht schlecht, wenn er uns gleich selbst mitnimmt. Wer weiß, wohin es sonst geht und wo es dazu noch heißt, dass unsere Division jetzt in Frankreich liegen soll. Die Kameraden, welche noch später als ich draußen weggekommen sind, haben erzählt, dass es an dem Tag, wo ich verwundet wurde, noch allerhand los war. Es sind auch wieder mehrere gefallen. Mir geht soweit ganz gut hier, auch braucht ihr mir nichts zu schicken. Von dem Gesuch habe ich noch nichts erfahren. Vielleicht ist es noch gar nicht da. Gestern war Fliegeralarm, mein erster hier. Es dauerte aber länger. Und herzliche Grüße von Hartl. Berlin-Spandau, 27. November 1943. Liebe Eltern und Geschwister, ich bin soweit ganz gut hier in Spandau angekommen. Es hat allerdings ziemlich lange gedauert, aber ich bin hergekommen. Es sind hier fast alle Verbindungen unterbrochen, darum kann es auch lange dauern, bis der Brief ankommt. Als ich in Berlin ankam, war wieder Fliegeralarm. Wir mussten sofort in den Keller. Der Alarm dauerte ungefähr 3 Stunden. Jetzt wüsste ich nicht, wie ich nach Spandau kommen sollte. Mit Ach und Krach kam ich dann mit Kreuz- und Querfahrt durch Berlin doch noch her. An allen Ecken und Enden hat es wieder frisch gebrannt. Es sieht ganz schön wüst aus in Berlin. Hauptsächlich die Stadtmitte ist zerstört. Darum habe ich außen rum fahren müssen. Wir müssen jetzt immer Aufräumungsarbeiten machen. Es gibt keinen Ausgang. Mir ist ja das egal. Sonst geht's mir gut. Von unserer Kompanie sind wieder ein Haufen gekommen. Wie lange wir hier noch sind, ist nicht bekannt. Nun herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. Spandau, den 29.11.43. Liebe Eltern und Geschwister, ich will euch nun schnell ein paar Zeilen schreiben. Sind überhaupt meine Fotos schon angekommen? Die Straße, in der das Geschäft ist, schaut aber auch ziemlich aus. In den Kasernenblock ist keine einzige Bombe gefallen, aber ringsherum ist fast alles zusammengedroschen. Die Bahnhöfe waren auch fast alle kaputt, mit Ausnahme des Anhalter Bahnhofes. Ich bin diesmal auch wieder 3 Stunden zu spät gekommen. Es hat aber niemand etwas gesagt, weil die Flieger da waren. Ich habe in den 3 Tagen, die ich hier bin, überhaupt noch nichts gemacht. Die anderen müssen Aufräumungsarbeiten machen. Heute bin ich nun eingeteilt worden zum Löschkommando. Es geht mir sehr gut, nur werden wir hier nicht mehr allzu lange da sein.
Es ist es auch der Unteroffizier hier, mit dem ich im Lazarett war. Auch sonst sind wieder allerhand von unserer ehemaligen Kompanie hier eingetroffen. Vorläufig braucht ihr mir nichts zu schicken. Es dauert ja doch sehr lange, bis Post hierher kommt. Nun herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. Spandau, 4. Dezember 43. Liebe Eltern und Geschwister, heute komme ich endlich mal dazu, ein paar Zeilen zu schreiben. Tagsüber hat man immer was zu tun oder es ist mittags schon Fliegeralarm. Auf jeden Fall aber kommt abends Alarm. Dazu habe ich jetzt noch Feuerlöschtrupp. Bis jetzt habe ich noch nichts zu tun gehabt. Wir haben eine Motorspritze. Dazu sind wir 8 Mann. Wenn es nun irgendwo brennt und wir werden gebraucht, geht's hin. Sonst ist hier nicht viel los, auch mit dem Dienst nicht. Zurzeit müssen wir unseren Luftschutzkeller verstärken. Zwischendurch heißt es mal wieder in der Stadt aufräumen. Erst gestern war ich mit dabei. Eine Bombe hatte den ganzen Aufgang verschüttet. Der musste freigemacht werden. Sonst geht's mir gut. Hoffentlich bin ich Weihnachten noch hier. Da gibt's vielleicht auch etliche Tage Urlaub. Herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. Spandau, 7. Dezember 43. Liebe Eltern und Geschwister, nun ist es mit der Abstellung schneller gegangen, als ich gedacht habe. Morgen gegen Mittag geht's ab von hier. Vorläufig geht's erstmal nach Großen an der Oder. Dann soll es nach Radom in Polen gehen. Dort wird die Division neu zusammengestellt. Im Stillen habe ich doch immer noch auf Weihnachtsurlaub gehofft. Jetzt wird er aller Wahrscheinlichkeit noch ins Wasser fallen. Es ist ja eventuell möglich, dass es von dort noch Urlaub gibt. Wenigstens sind diesmal sehr viele von unserer alten Kompanie dabei. Da ist es doch besser. Wie ist es mit den Fotos? Herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. 15.12.43. Liebe Eltern und Geschwister, endlich habe ich wieder eine Adresse bekommen und will nun gleich ein paar Zeilen schreiben. Es wird wohl wieder einige Zeit dauern, bis ich Post kriege. Ich war 10 Tage in Spandau und habe in dieser Zeit noch keine Post bekommen. Wir liegen jetzt in der Nähe von Radom in Polen, in einer riesigen Barackenstadt. Voraussichtlich bleiben wir hier längere Zeit liegen. Vorläufig haben wir keinen sehr guten Eindruck von hier. Wir werden erst sehen, wie sich die Sache entwickelt. Wir 12 Mann von Spandau sind von den ersten, die hier sind. Im Januar sollen noch Rekruten dazukommen. Es kommt uns hier so vor, als wären wir am Ende der Welt. Zu Weihnachten sitzen wir wieder hier genauso ohne Post. Wenigstens ich, wie die beiden letzten Jahre, da habe ich auch nichts erhalten. Sind wenigstens die Fotos von Berlin angekommen oder haben sie die Flieger zusammengeschmissen? Das Geschäft war nämlich getroffen gewesen. Die Post, die noch in Spandau eintrifft, wird uns wohl nachgeschickt. Ist der Sepp noch daheim? Wir kriegen hier lauter Junge zur Neuaufstellung. Mir geht's vorläufig noch ganz gut. Mit Schicken wird's auch schlecht sein. Herzliche Grüße von Hartl, auf Wiedersehen, fröhliche Weihnachten. Meine Feldpostnummer 44379. Polen, 19. Dezember 43. Liebe Eltern und Geschwister, ich will euch schnell wieder etliche Zeilen schreiben, weil ich gerade schön Zeit habe. Eben kam ich vom Theater zurück. Es waren da auch einige ganz junge Burschen. Wir frugen natürlich, wie alt sie sind und was sie machen. Dabei stellte sich heraus, dass diese aus Ulyanovo und Umgebung sind. Das lag in dem Abschnitt, aus welchem uns die Russen am 12. Juli herausgeworfen haben. Sie sind dabei mit unseren Truppen zurück und helfen nun bei den Feldküchenarbeiten. Es gibt hier in den Kantinen noch allerhand zu kaufen, nur es ist ziemlich teuer. Schreibpapier und Umschläge gibt es massenhaft. Das ist auch ganz gut so. Es geht immer so viel schnell aus. Sollte ich einmal von hier aus noch Urlaub bekommen, so werde ich Verschiedenes mitnehmen. Es wurde uns gesagt, dass man alle 6 Wochen Kurzurlaub, das wären 4 Tage, bekommen kann.
Wenn das stimmt, hätte ich ja Aussicht, noch Urlaub zu kriegen. Es wäre doch besser als gar nichts. Schon wegen der Fresserei. Zu Weihnachten soll es ja allerhand geben. Was es allerdings ist, müssen wir erst abwarten. Sonst geht's mir noch ganz gut. Es kommen auch mal wieder andere Zeiten. Hoffentlich bald. Ist übrigens schon mein Koffer angekommen, den ein Kamerad von Spandau abschicken wollte. Ich hatte keine Gelegenheit mehr. Herzliche Grüße von Hartl, auf Wiedersehen. Schreib mir mal die Feldpostnummer vom Berger Franzl. Weihnachten 1943. Liebe Eltern und Geschwister, es ist nun auch in diesem Jahr Weihnachten wieder vorbei. Wir hatten hier eine kleine Feier. Nichts Besonderes war es ja gerade nicht, aber für die Verhältnisse, welche hier sind, war es doch ganz schön, wenigstens zu Anfang der Feier. Wir hatten schon gefürchtet, dass wir leer ausgehen müssen, weil angeblich Rekruten kommen sollten. Zum Glück war es falscher Alarm. So haben wir doch ein wenig was bekommen. Kuchen, Schnaps und noch einige andere Kleinigkeiten. Die meisten waren am Schuss schon ganz schön blau, vor allem die Unteroffiziere. Diesmal hatten wir Gelegenheit, in die Messe zu gehen. Es war sogar unser Pfarrer von der alten Division da. Es waren auch sehr viele Soldaten in der Kirche. Die Jungen sind meist aus dem Rheinland. Da sind fast alle katholisch. Es war auch sehr schön. Die Regimentsmusik hat gespielt. Wir haben gesungen. Wir haben jetzt auch ein wenig Schnee und es ist auch nicht mehr so kalt. Ist auch gut wegen dem Glatteis. Man konnte bald nicht mehr laufen. In den Baracken ist es nachts immer ganz schön kalt. Es gibt auch keine richtigen Öfen. Wir haben uns nun hier in Kruschin soweit ganz gut eingelebt. Jedenfalls ist es hier doch viel besser als in Russland. Nur sollte das Essen etwas besser sein. Hoffentlich wird es doch endlich mal, dass wir Ruhe haben. Herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. Polen, 28.12.43. Liebe Eltern und Geschwister, dieses Jahr ist nun auch gleich wieder vorüber und der Krieg ist immer noch nicht aus. Nächstes Jahr um diese Zeit wird er aber hoffentlich doch aus sein. Wenigstens rechnen wir alle damit. Zurzeit erfahren wir überhaupt sehr wenig, was alles auf der Welt los ist. Wir haben noch immer eine ganz schöne Zeit hier, obwohl den ganzen Tag Dienst ist. Auch das Essen geht jetzt einigermaßen. Außerdem kriegen wir noch Päckchenmarken. Wir sind schon wieder 14 Tage hier und sind schon ganz gut eingewöhnt. Ein zweites Soldatenheim extra für unser Regiment ist auch eingerichtet worden. Da kann man abends auch noch hin und wieder essen. Die meisten Tage gehen wir auch ins Kino. Da spielt vorher immer die Musik, oft wird auch gesungen. Es ist ganz schön. Wenigstens kommt man dabei mal wieder auf andere Gedanken. Schickt mir wieder Zeitungen. Hier bekommt man fast nie eine. Soweit geht's mir ganz gut und ich bin auch gesund. Nun herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. Das Kriegsjahr 1944. Polen, 1. Januar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, das neue Jahr will ich gut anfangen und euch gleich ein paar Zeilen schreiben. Ich habe gerade schön Zeit, weil ich Feuerwache habe. Draußen ist zurzeit ein ungeheurer Schneesturm. Es graust einem, wenn man daran denkt, dass es eine Zeit gab, wo man bei solchem Wetter draußen stand. Hoffentlich kommen solche Zeiten niemals wieder. In der Neujahrsnacht war allerhand los. Die meisten waren besoffen. Auch unsere Chefs hat es ganz schön gespürt. Als es gerade gemütlich wurde, kam Alarmbereitschaft wegen Partisanengefahr. Das konnte uns aber nicht stören. Es sind ja auch fast keine Waffen da, mit denen wir uns im Ernstfall helfen sollen. Es ist jetzt auch herausgekommen, dass jeder, wenn er irgendwo hingeht, eine Pistole mithaben soll, und zwar in der Hosen- oder Manteltasche. Morgen sollen wir Rekruten kriegen. Da wird nun auch die schönste Zeit für uns vorbei sein. Ist der Sepp noch immer daheim?
Hier, wenn er wäre, hätte er Gelegenheit, zur Musik zu kommen. Es werden welche gebraucht. Hoffentlich wird in diesem Jahr endlich der Krieg aus. So, Freunde, mal ganz kurze Anmerkung zwischendurch von mir. Also es steht tatsächlich so, wie ich das versuche vorzulesen. Also ist manchmal schwierig, aber ich will das ja authentisch rüberbringen. Also denk nicht, ich bin bekloppt, sondern ich lese es, wie es da steht. Danke, weiter geht's. Polen, der 10. Januar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, endlich komme ich nun mal wieder dazu, ein paar Zeilen zu schreiben. Es sind nun schon die Rekruten eingetroffen und da hat man so viel Arbeit mit diesen Burschen. Sie sind fast alle erst 17 Jahre alt und wissen sich überhaupt nicht zu helfen. Von uns Obergefreiten muss nun jeder eine Stube übernehmen. Nun haben wir überhaupt keine freie Minute mehr. Alle Augenblicke ist was anderes zu machen. Einmal eine Aufstellung oder wieder eine Liste schreiben. In der Zwischenzeit ist dann schon wieder fertig machen zum Dienst. Jedes bisschen, was zu machen ist, muss man 10-mal sagen, bis es getan wird. Nebenbei soll man auch noch selber was lernen, denn wir müssen auch gleichzeitig noch Ausbilder machen. Es geht uns also ganz schön dick ein. Seit ich vom Urlaub weg bin, habe ich noch keine Post. Hier bin ich nun auch schon 3 Wochen und habe immer noch nichts. Möchte bloß wissen, was da los ist. Etwas kann es ja ausmachen, weil wir eine ganz neue Feldpostnummer haben. Es kann da die Post leicht verschickt werden. Ich bräuchte jetzt so schnell wie möglich eine Steuerkarte wegen dem obergefreiten Gehalt. Mit Urlaub ist es auch immer ungewiss. So müsst ihr es mir halt schicken. Sonst geht's mir noch gut, nur kommt man zu gar nichts mehr. Es ist keine Zeit, um einen Brief zu schreiben. Mir wär's lieber, ich hätte nichts mit den Rekruten zu tun. Hoffentlich wird's bald anders. Alle, die hier sind, haben genug bis oben hin. Hoffentlich ist der Krieg bald aus. Mit den Leuten hier ist nichts mehr anzufangen. Herzliche Grüße, Hartl. Auf Wiedersehen. Polen, 14. Januar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, euren Brief vom 3. habe ich erhalten. Es war überhaupt die erste Post, die ich seit meinem letzten Urlaub bekommen habe. In Spandau wurde uns gesagt, dass die noch ankommende Post nachgeschickt wird, aber das haben sie doch nicht gemacht. Die Bestätigung, die im Brief lag, wegen Sturm- und Nahkampftagen, habe ich auch. Eigentlich ist es schade, dass die Kompanie aufgeflogen ist. Es kann nun nichts weiter nachgeprüft werden. Voraussichtlich kann ich Ende dieses Monats noch auf Urlaub fahren. Es sind zwar bloß ein paar Tage, aber immerhin besser als gar nichts. Ich denke, dass ich so um den 26. fahren kann, von hier aus. Vielleicht könnt ihr mir bis dahin eine Steuerkarte ausstellen lassen. Mit dem Schicken ist es auch immer so eine Sache. Es geht doch noch immer sehr viel verloren. Päckchenmarken habe ich auch abgeschickt. Die werden wohl schon ankommen. Bei uns hier wird es erst jetzt richtig Winter. Heute schneit es anständig. Bis jetzt lag noch kein Schnee. Ziemlich kalt war es schon in der letzten Zeit. Es macht jetzt auch die Ausbildung keinen Spaß. Es ist überall zu kalt. Sonst ist es hier schon zum Aushalten. Hoffentlich wird bis dahin der Krieg aus, bis wir hier wegkommen. Hoffentlich klappt's mit dem Urlaub. Bis dahin, herzliche Grüße, Hartl. Auf Wiedersehen. Polen, den 2. Februar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, ich bin gut vom Urlaub wieder hier angekommen. Allerdings einen halben Tag zu spät. Es hat aber niemand etwas gesagt darüber. So genau geht's hier bei uns nicht. Dass ich den Sepp noch besucht habe, werdet ihr schon wissen von ihm. Ich bin nur auf gut Glück in die Kaserne rein und habe ihn dort gleich gefunden, in dem gleichen Block, in dem der Winkler Sepp war. Er hatte sich scheinbar schon ganz gut eingelebt. Die meisten sind auch ältere Jahrgänge, bei denen er ist. Ein Päckchen und die Steuerkarte habe ich nun auch bekommen. Bei uns hier schwirren wieder mal allerhand Gerüchte herum.
Es sollen voraussichtlich alle ehemaligen 512er hier wieder herausgezogen werden und zum alten Haufen kommen. Ein Teil ist schon bestimmt, ob aber alle wegkommen, ist noch nicht bekannt. Mir geht es soweit ganz gut und bin auch gesund. Herzliche Grüße von Hartl, auf Wiedersehen. Polen, 6. Februar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, ich will euch mal wieder ein paar Zeilen schreiben. Es scheint, dass der Winter erst jetzt kommt. Seit gestern liegt hier Schnee. Es ist auch wieder kälter geworden. Hier wird jetzt schon mit Fliegerangriffen gerechnet. Es mussten plötzlich MG-Stände ausgebaut werden und Splittergruben. Die Rekruten fahren jetzt auch schon auf Urlaub. Das ist ein Zeichen, dass wir nicht mehr allzu lange hier sind. Ich möchte hier keinen Angriff erleben. Mit ein paar Bomben fliegt das ganze Lager auseinander. Vor ein paar Tagen war hier auch ein Redner von der Partei. Der wollte wieder allerhand Blödsinn einreden. Glauben tut sowieso kein Mensch mehr etwas. Die meisten, die zuhören mussten, haben geschlafen. Hoffentlich ist der Krieg bald aus. Herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. Polen, 12. Februar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, endlich komme ich mal wieder zum Schreiben. Es geht mir im Moment ziemlich dick ein. Ich muss nämlich den Führerschein Klasse 2 machen. Eines Teils ist es ganz gut, so kann ich bei der Kompanie bleiben, sonst wäre ich eventuell weggekommen als Pkw-Fahrer. Seit ich vom Urlaub zurück bin, habe ich von euch ein Päckchen bekommen, weiter noch keine Post. Es scheint jetzt erst richtig Winter zu werden. Seit gestern schneit es ununterbrochen. Wenigstens ist es nicht mehr so dreckig. Es ist auch nicht sehr kalt. Sonst ist hier fast immer dasselbe. Nur gehen wieder verschiedene Gerüchte um. Meistens ist nicht viel davon wahr, aber etwas davon trifft auch meistens ein. Habt ihr die Passbilder schon weggeschickt? Bis zum 1. März müssen sie im Soldbuch sein. Was hört man bei euch von der allgemeinen Lage? Wir hören überhaupt nichts. Das werden wir schon auch merken, wenn die Russen in die Nähe kommen. Herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. War der Karl schon auf Urlaub? Wo steckt der Sepp? Polen, 15. Februar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, wir haben nun wieder Zulassungsmarken bekommen. Die will ich nun auch gleich wegschicken. Im Allgemeinen ist das Essen schon etwas besser geworden. Die Rekruten bekommen außerdem noch Jugendverpflegung und verschiedene noch Zusatz. Mit dem Führerschein bin ich auch bald fertig. Einsteils würde ich noch ganz gerne länger mitmachen. Man lernt hier verhältnismäßig viel. Allem Anschein nach werden wir nicht mehr allzu lange hier liegen. Es werden mit Hochdruck Fahrer ausgebildet. Auch kommen alle Tage neue Fahrzeuge. Es wird angenommen, dass gegen Ende des Monats irgendetwas vorgeht. Einsatzfähig werden wir bis dahin kaum sein. Viele denken, es könnte nach Frankreich oder sonst wohin gehen. Vorläufig glaube ich nichts davon. Wir sind schon oft enttäuscht worden. Mit der Post klappt's augenblicklich nicht besonders. Ich bin schon wieder 14 Tage da und habe außer einem Päckchen noch nichts bekommen. Ich habe jetzt mal etwas nachgefragt, wie es von hier mit UK-Stellen ist. Es wird sehr schlecht oder überhaupt nicht gehen, weil die Division in der Aufstellung ist. Ganz genau kann man allerdings auch nicht sagen, ob es nicht doch irgendwie geht. Aber vielleicht wäre beim Karl leichter was zu machen. Ich kann zurzeit schon den richtigen Posten erwischen, dass ich mich etwas drücken könnte. Vielleicht wird der Krieg aber doch bald aus. Herzliche Grüße von Hartl, auf Wiedersehen. Polen, den 25. Februar 1944. Heute habe ich euren Brief vom 12. bekommen. Mit der Fahrschule für Klasse 2 bin ich nun auch fertig. Voraussichtlich soll ich versetzt werden, so viel ich gehört habe. Ich glaube, dass wir nicht mehr sehr lange hier liegen. Es sind schon verschiedene Anzeichen dafür da. In den nächsten Tagen soll es eine mehrtägige Divisionsübung geben.
Nachtübungen und Alarmübungen sind alle Wochen ein paar Mal. Es ist schade, dass der Karl nicht einen Monat früher gekommen ist, auf Urlaub. Jetzt kriege ich wieder keinen. Wo war er denn letztens gewesen und warum hat er mir noch nicht geschrieben? Mir geht soweit ganz gut. Hoffentlich ist der Krieg bald aus. Herzliche Grüße von Hartl. Auf Wiedersehen. Polen, den 28. Februar 1944. Liebe Eltern und Geschwister, euren Brief vom 18. mit den Passbildern habe ich erhalten. Ich war nun mal wieder 2 Tage mit unserem Fahrschulwagen übers Land. Im Ganzen waren wir 15 Mann. Es waren welche mit vom Schlachthof in Radom zum Vieh eintreiben. Die 2 Tage haben wir zwar ganz gut gelebt, aber ich möchte es ein zweites Mal nicht mehr mitmachen. Wir sind nämlich auch mit Partisanen zusammengestoßen. Einen haben wir auch gekriegt. Hier ist es noch immer dasselbe. Augenblicklich hat sich die Aufregung gelegt. Vom Wegkommen hört man nicht mehr so viel. Ich traue aber trotzdem nicht. Sowas kommt meistens schneller, als man denkt. Die Fahrzeuge sind auch schon fast alle bei den einzelnen Kompanien, nur fehlen meist noch die Fahrer dazu. Es fahren nun alle Tage 2 Mann auf Urlaub. Vielleicht komme ich auch noch mal dran in dieser Zeit, die wir noch hier sind. Heute kam einer vom Urlaub zurück, der sagt, in 3 Monaten ist der Krieg aus. Bei uns im Allgemeinen wird noch mit 1 Jahr gerechnet. Herzliche Grüße, Hartl. Auf Wiedersehen.